Heute werden wir die Södertörn-Universität besuchen, um Studenten zu fragen, ob man wirklich das ist, was man vorgibt. Gibt es hierbei richtige oder falsche Antworten? Lass es uns herausfinden. Was bedeutet Identitätspolitik für dich? Etwas, was einfach existiert. Schwierige Frage. Ja, das ist eine Politik, die mehr und mehr benötigt wird. Ist es dir wichtig, über deine geschlechtliche Identität zu entscheiden? Absolut, absolut. Ja, das ist wichtig, ja. Ja, absolut, das liegt ganz am Individuum. Eine großartige Sache, absolut. Du kannst nicht sein, was du nicht bist, also ja. Du kannst ein wenig dich selbst bestimmen. Wenn ich sagen würde, dass ich ein Mann bin, was würdest du sagen? Ach, ich denke, dass es mich nicht so sehr interessieren würde. Also, nein, es würde mich nicht interessieren. Ja, ich würde sagen, schön für dich, dass du ein Mann sein möchtest. Ich würde am Anfang ein wenig überrascht sein, weil das nicht oft vorkommt. Du siehst aus wie ein Mädchen. Aber wenn du dich selbst als Mann identifizierst, dann ist mir das auch recht. Passt. Schön für dich. Ich würde nicht anders reagieren. Ich würde sagen, okay, wie ist dann dein Name? Dann würde ich sagen, okay, schön. Wenn ich sagen würde, dass ich Japaner bin, was würdest du sagen? Ich würde spontan Nein sagen. Japaner haben andere Augen und normalerweise dunkle Haare. Hier geht es mehr um die äußeren Faktoren. Ich weiß nicht. Ja, passt. Du siehst nicht japanisch aus, um es so zu sagen. Ich hätte dann einige Fragen. Das ist wirklich ein wenig schwierig. Ich würde dich nicht als Japaner ansehen. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil wir ein bestimmtes Bild davon haben, wie Japaner auszusehen haben. Mit asiatischem Aussehen. Du kannst mich als Mann betrachten, aber du bist ja unsicher, ob ich japanisch bin. Warum? Aber ich könnte ein Mann sein. Ja, nicht sofort. Aber wenn du sagst, dass du ein Mann bist, dann würde ich sagen, okay. Geschlechtliche Identität ist mehr eine innere Sache. Und weniger, wo du herkommst. Aber ob du Japaner bist oder nicht, kann man sehen. Aber ich sehe wie ein Mann aus? Nein, nicht wie normalerweise. Tust du nicht. Wenn ich sagen würde, dass ich eine Katze bin und wie eine Katze behandelt werden möchte, was ist dann? Es gibt Menschen, die es geschafft haben, recht weit zu kommen. Ich weiß nicht. Es erreicht eine Grenze, an der es nicht an mir liegt, darüber zu entscheiden. Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, dass ich 2 Meter groß bin? Nein. Warum? Nun, wissenschaftlich gesehen bist du wohl keine 2 Meter groß. Aber ich bin wissenschaftlich ein Mann. Ich denke, da geht es mehr um ein Gefühl. Würdest du sagen, dass ich 2 Meter groß bin, wenn ich mich so wahrnehme? Nein. Vielleicht sollte ich es, aber ich finde es schwierig. Ich denke, das ist in Ordnung für dich, wenn du 2 Meter groß bist. Würdest du sagen, dass ich falsch damit liege, 2 Meter groß zu sein? Wenn du das glauben möchtest, sicherlich, aber ich denke nicht, dass du so groß bist. Was wäre, wenn ich sagen würde, dass ich ein 7 Jahre altes Kind bin? Das würde nicht so gut funktionieren. Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. So wie du möchtest, aber ich würde denken, geht es dir gut? Da kommen wir auf die biologische Ebene. Ob du männlich oder weiblich, 7 oder 20 Jahre alt bist? Nein, da habe ich keine passende Antwort. Könnte ich mich wieder in eine Grundschule einschreiben lassen? Wenn du das bereits absolviert hast, dann würde sich das komisch anfühlen. Ich weiß auch nicht warum. Komisch. Meine Reaktion wäre, dass du dich nicht wieder in die Schule einschreiben solltest. Es fühlt sich einfach komisch an. Nun, das ist wirklich eine noch kniffligere Frage. Biologisch gesehen kannst du keine 7 Jahre alt sein. Bin ich denn biologisch ein Mann? Nun, jetzt werden die Fragen richtig schwierig. Nein,
Ich denke, das bist du nicht. Wenn ich mich wie mit 7 Jahren fühle, sollte ich mich dann mit 7 Jahre alten Jungs oder Mädchen treffen? Da würde ich Nein sagen. Dass du dich wie 7 fühlst, ist eine Sache, aber was du wirklich bist, ist eine ganz andere Sache. Sollte es wirklich so schwierig sein, einem kleinen schwedischen Mädchen zu sagen, dass sie kein 2 Meter großer männlicher Japaner ist? Werden wir heute so erzogen, nicht die offensichtlichen Fakten zu benennen? Wenn das so ist, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Sache. Und weniger, wo du herkommst. Aber ob du Japaner bist oder nicht, kann man sehen. Aber ich sehe wie ein Mann aus? Nein, nicht wie normalerweise. Tust du nicht. Wenn ich sagen würde, dass ich eine Katze bin und wie eine Katze behandelt werden möchte, was ist dann? Es gibt Menschen, die es geschafft haben, recht weit zu kommen. Ich weiß nicht. Es erreicht eine Grenze, an der es nicht an mir liegt, darüber zu entscheiden. Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, dass ich 2 Meter groß bin? Nein. Warum? Nun, wissenschaftlich gesehen bist du wohl keine 2 Meter groß. Aber ich bin wissenschaftlich ein Mann? Ich denke, da geht es mehr um ein Gefühl. Ach, ich denke, dass es mich nicht so sehr interessieren würde. Also, nein, es würde mich nicht interessieren. Ja, ich würde sagen, schön für dich, dass du ein Mann sein möchtest. Ich würde am Anfang ein wenig überrascht sein, weil das nicht oft vorkommt. Du siehst aus wie ein Mädchen. Aber wenn du dich selbst als Mann identifizierst, dann ist mir das auch recht. Passt. Schön für dich. Ich würde nicht anders reagieren. Ich würde sagen, okay, wie ist dann dein Name? Dann würde ich sagen, okay, schön. Wenn ich sagen würde, dass ich Japaner bin, was würdest du sagen? Ich würde spontan Nein sagen. Japaner haben andere Augen und normalerweise dunkle Haare. Hier geht es mehr um die äußeren Faktoren. Heute werden wir die Södertörn-Universität besuchen, um Studenten zu fragen, ob man wirklich das ist, was man vorgibt. Gibt es hierbei richtige oder falsche Antworten? Lass es uns herausfinden. Was bedeutet Identitätspolitik für dich? Etwas, was einfach existiert. Schwierige Frage. Ja, das ist eine Politik, die mehr und mehr benötigt wird. Ist es dir wichtig, über deine geschlechtliche Identität zu entscheiden? Absolut, absolut. Ja, das ist wichtig, ja. Ja, absolut, das liegt ganz am Individuum. Eine großartige Sache, absolut. Du kannst nicht sein, was du nicht bist, also ja. Du kannst ein wenig dich selbst bestimmen. Wenn ich sagen würde, dass ich ein Mann bin, was würdest du sagen? Würdest du sagen, dass ich 2 Meter groß bin, wenn ich mich so wahrnehme? Nein. Vielleicht sollte ich es, aber ich finde es schwierig. Ich denke, das ist in Ordnung für dich, wenn du 2 Meter groß bist. Würdest du sagen, dass ich falsch damit liege, 2 Meter groß zu sein? Wenn du das glauben möchtest, sicherlich, aber ich denke nicht, dass du so groß bist. Was wäre, wenn ich sagen würde, dass ich ein 7 Jahre altes Kind bin? Das würde nicht so gut funktionieren. Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. So wie du möchtest, aber ich würde denken, geht es dir gut? Da kommen wir auf die biologische Ebene. Ob du männlich oder weiblich, 7 oder 20 Jahre alt bist? Nein, da habe ich keine passende Antwort. Könnte ich mich wieder in eine Grundschule einschreiben lassen? Ich weiß nicht. Ja, passt. Du siehst nicht japanisch aus, um es so zu sagen. Ich hätte dann einige Fragen. Das ist wirklich ein wenig schwierig. Ich würde dich nicht als Japaner ansehen. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil wir ein bestimmtes Bild davon haben, wie Japaner auszusehen haben, mit asiatischem Aussehen. Du kannst mich als Mann betrachten, aber du bist ja unsicher, ob ich japanisch bin. Warum? Aber ich könnte ein Mann sein. Ja, nicht sofort. Aber wenn du sagst, dass du ein Mann bist, dann würde ich sagen, okay. Geschlechtliche Identität ist mehr eine innere.